Ich möchte euch an dieser Stelle mal beglückwünschen, dass ihr so klug wart und für die Verlängerung des HMX2 Gewinnspiels gestimmt habt. Denn dadurch sind wir jetzt in der außergewöhnlichen Lage, mal ein Spiel auszuprobieren, das die Höllenmaschine richtig fordert. Ja, von welchem Spiel rede ich? Natürlich von Red Dead Redemption 2. Das probieren wir jetzt gleich mal aus, hier an der HMX2. Ja, aber der eigentliche Grund für die Verlängerung war ja, uns hat der 3950X gefehlt. Ja, und der ist jetzt tatsächlich angekommen. Props gehen raus an AMD. Allerdings bauen wir den noch nicht gleich ein. Wir müssen erstmal mit dem Roman reden, wann er Zeit hat. Näheres dazu in einem weiteren Video. Ich würde sagen, let's play! Red Dead Redemption 2 ist endlich für den PC erhältlich und dieser Titel ist so dermaßen grafisch anspruchsvoll, dass er natürlich optimal ist, um die HMX2 mal so richtig auszureizen. Red Dead 2 hat einen integrierten Benchmark, den habe ich vorhin schon mal laufen lassen und das Ganze gecaptured. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte und natürlich auch die Ergebnisse, die wir nebenher gemessen haben. Wir starten harmlos bei Full HD und den mittleren Standardeinstellungen des Spiels. Ganz kurz zur Erklärung. Also auf der rechten Seite seht ihr die Einstellung, die das Spiel gewählt hat bei der Installation für unser System. Und auf der linken Seite zeichnen wir selber ein paar Sachen mit. Von oben nach unten die Bilder pro Sekunde, dann die GPU-Auslastung beider GPUs, dann die Auslastung des jeweiligen Videospeichers, dann kommt die CPU-Auslastung, die Gesamt-CPU-Auslastung und dann die gesamte Speicherauslastung, die Arbeitsspeicherauslastung. Und dann tun wir tatsächlich nochmal alle 24 Kerne, beziehungsweise sind ja 12 virtuelle dabei, also alle Threads, die der Prozessor kann, zeichnen wir auch nochmal auf, wie werden die einzelnen Kerne und virtuellen Kerne ausgelastet. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, damit es nicht so langweilig wird. Wir haben ja am Anfang vom Spiel haben ja diesen Schneelevel, der ist sehr, sehr aufwendig zu berechnen. Und ihr seht ja ganz gleich, die eine GPU ist voll am Anschlag und die zweite Titankarte, die wir drin haben, die hat quasi nichts zu tun. Das liegt daran, dass Red Dead 2 offiziell noch nicht SLI unterstützt, aber wir kommen später noch dazu. Es gibt einen Trick, wie man das aktivieren kann und ihr werdet staunen, was dann los ist auf der HMX2. Ja, hier sind jetzt momentan 105 bis 110 Bilder pro Sekunde los. Wie gesagt, wir sind ja noch in den mittleren Einstellungen, Full HD. Also das ist auf jeden Fall schön spielbar. Wir sehen jetzt auch gerade den Sumpf. Da hat man so schöne, tolle Nebeleffekte. Insgesamt ist Red Dead wirklich ein wunderschönes Spiel, finde ich. Und es hat schon seinen Grund, dass es so aufwendig ist. Zum Schluss sehen wir hier nochmal in Saint-Denis, glaube ich. Heißt das so? Ja, ich habe es noch nicht komplett durchgespielt. Aber diese größere Stadt da in den Sümpfen, da gibt es dann tatsächlich direkt aus dem Spiel ein paar Szenen, wo unser Held rumrennt, der Morgan, und flüchtet. Und da sind wir auch meistens deutlich über 100 FPS. So, kommen wir jetzt zum nächsten Bench. Achso, wir müssen natürlich noch abwarten, wie das Endergebnis ist. Entschuldigung. So, das ist die Schlussszene vom Benchmark. Er reitet über die Brücke davon. Schauen wir uns das einmal an. Also ihr seht, Minimum war es 75, Maximum 161 und durchschnittlich 112. Also vollflüssig spielbar, aber ist auch keine große Kunst, war ja nur Full HD in mittleren Einstellungen. So, mit Full HD wollen wir uns aber nicht lange aufhalten, weil hallo, wir sind hier bei der Höllenmaschine. Also, ich zeige euch jetzt den nächsten Benchmark, den wir wieder gecaptured haben. Und zwar diesmal haben wir was geändert, wir haben einfach die Auflösung hochgeschraubt auf UHD, landläufig auch 4K genannt. Wir scrollen hier wieder komplett durch, damit ihr alles sehen könnt. Und jetzt spulen wir wieder vor zur Schneeszene. Wo ist sie? Und ihr seht gleich, die Bildrate bricht ganz schön ein auf 54 Bilder pro Sekunde. Das ist ja eigentlich heutzutage, ja, man sagt so 60 FPS sollen es mindestens sein bei 4K, sonst macht es keinen Spaß. Also wir sind hier knapp dran, aber wir
kommen halt nicht ganz ran. Jetzt schauen wir uns nochmal eine andere Szene an. Gut, bei dieser Nachtszene, da gibt es natürlich nicht so viel zu berechnen. Da hatten wir jetzt 65 Grad. Jetzt gehen wir noch in die Stadt. Da ist es auch wieder, ja, 56, 57. Also ich würde sagen, es ist gerade noch okay. Ausschauen tut es auf jeden Fall super. Vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal ein paar kurze Worte zur CPU-Auslastung. Ihr seht hier, die ist bei 16, 17, 15%, also da ist nicht viel los. Die Kerne werden aber alle ausgelastet, das finde ich schon mal ganz interessant. Und zum Teil gibt es ja auch Kerne, die bis zu 30% schon ausgelastet sind. So, gehen wir zum Ergebnis, ans Ende, das ist ja das Interessante. Und ihr seht, Minimum 41, Maximum 127 und durchschnittlich 58,388. Also ich sag mal, so gerade mal noch an der Grenze zum Spielbaren, zum Flüssigspielbaren. Jetzt schauen wir uns den Benchmark genauso wie gerade eben. Das Einzige, was wir ändern, ist die Grafikschnittstelle. Ihr habt ja bei Red Dead Redemption 2 die Möglichkeit, zwischen Vulkan zu wählen. Das ist Standard. Oder ihr könnt auch DirectX 12 wählen. Das ist normalerweise bei Spielen Standard. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie es unter DirectX 12 ausschaut. Hier seht ihr nochmal die ganzen Einstellungen. Ich springe jetzt mal in die Schneeszene gleich rein. Also das sieht genauso schön aus. Aber ihr werdet bei den FPS ganz oben, werdet ihr schon sehen, da fehlen ein paar FPS. Jetzt gehen wir nochmal in die Mitte zu der Beleuchtungsszene. So, da haben wir tatsächlich fast 60 FPS. Und das Schöne an Red Dead Redemption 2 ist ja, ihr habt wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten, um die Grafik optimal für euer System einzustellen. Wir haben da auch sehr, sehr viel rumprobiert. Und ich wollte auch nochmal sagen, es ist tatsächlich so, dass wir den am Starttag gar nicht spielen konnten. Wir hatten ja auch diesen Fehler, dass der Launcher sich quasi selber abschießt. Und wir haben auch die ganzen Sachen ausprobiert, die dann so auf Reddit so die Runde gemacht haben. Hat alles nichts geholfen. Das Einzige, was geholfen hat, und das ist vielleicht auch ein Tipp für euch, wenn ihr immer noch nicht spielen könnt, einfach Windows neu aufsetzen. Das war's dann. Das hat geholfen. So, wir sind jetzt schon wieder in der Stadtszene. Und da droppt es tatsächlich unter DirectX 12 auch mal unter 50. Und wenn wir jetzt mal uns die Ergebnisse anschauen, dann werdet ihr sehen, wir haben zum einen hier bei der durchschnittlichen FPS, da fehlen uns 4 bis 5 Frames per Second. Und wenn man sich jetzt nochmal das Minimum anguckt, also da sind wir auch deutlich drunter. Bei Vulkan war es ja also um die 40 rum. Hier sind wir nur bei 24, das heißt, ihr habt deutlich mehr Frame Drops. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt alle weiteren Benchmarks nur noch mit der Vulkan API machen. So, und dann geht es auch gleich weiter zum nächsten Benchmark. Jetzt haben wir diesen Regler mal ganz nach rechts, also aufs Maximum geschoben. Und ihr seht hier, wie sich das auswirkt auf die ganzen einzelnen Einstellungen. Geht jetzt alles oder vieles geht auf Ultra oder auf Hoch. Gehen wir gleich wieder in die Schneeszene. Ja, und jetzt haben wir bereits 40 FPS. Also wir spielen jetzt mit den standardmäßig hohen Einstellungen. Der Qualitätsregler ganz nach rechts gedreht. Und ihr seht, auch hier bei den etwas weniger aufwendigen Berechnungen sind wir auch bei 40, 44. Gehen wir noch in die Nachtszene rein. Habe ich Nacktszene gesagt? Nein, ich meine Nachtszene. Da sind wir auch so bei 40. Und hier dann in Saint-Denis bei, ja, auch so 43, 44. Aber schaut nochmal einen Tick schöner aus. Schaut euch mal hier die Schatten an. Wir machen übrigens gleich noch ein Let's Play, ne? Also keine Angst. Wir haben ja nicht nur gecaptured das Material, sondern auch den richtig
heißen. Shit. Oh, jetzt werden wir demonetarisiert. Sorry. So, kommen wir zum Ergebnis. Also wie gesagt, standardmäßig höchste Einstellung. Wir haben noch gleich noch eine Steigerung. Ihr seht, Minimum 31, also streng genommen noch spielbar, aber halt im Plus-30er-Bereich. Maximum sind es 127. Klar, das sind wahrscheinlich nur wenige Szenen. Und im Durchschnitt sind es 42. Okay, also Puristen würden sagen, nee, das ist nicht mehr spielbar. Aber man kann, wie gesagt, mit einer Grafikkarte schon mal bei den standardmäßigen hohen Details mit der HMX 2 immer noch über, und zwar ständig über 30 Bilder pro Sekunde kommen. So, aber wir haben ja natürlich noch eine Möglichkeit, das Ganze zu steigern. Wenn wir jetzt die extremen Settings auswählen. Also wir haben jetzt tatsächlich jedes einzelne Setting auf die maximale Stufe gestellt, die möglich ist. Ja, auch ein paar verrückte Sachen. Seht ihr jetzt gleich ganz unten. Also die ganzen MSAA und TAA, alles, sämtliche Regeln auf Maximum. Das ist jetzt wirklich der ultimative Härtetest für die HMX 2. Und gehen wir auch gleich in die härteste Szene rein. Ups! Und jetzt sind wir tatsächlich unter 30 Bildern pro Sekunde. Man merkt auch schon so ein bisschen, dass es ruckelt. Gut, wenn man jetzt noch quasi das, was wir fürs Software Capturing so an Leistung verbraucht haben, wenn man das quasi mit dazu addieren würde, dann wären wir vielleicht gerade über 30 FPS. Aber ich will mich nicht rausreden, das hier ist definitiv nicht mehr spielbar. Gut, hier sind wir bei, in der Nachtszene sind wir ein bisschen über 30. Gehen wir noch in die Stadt rein. Oh, hier sind sogar 37. Und schaut euch mal an, wie schön das jetzt aussieht, wenn alles aufgedreht ist. Also mehr geht nicht in dem Spiel. Vielleicht wird da noch was gepatcht. Also SLI muss auf jeden Fall gepatcht werden, Rockstar Games. Das erwarte ich, dass es das noch macht. Und vielleicht gibt es auch noch Raytracing. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre vielleicht auch ganz interessant. Es ist auf jeden Fall, Red Dead Redemption 2 ist jetzt bis dato das Spiel, das die höchsten Anforderungen stellt und tatsächlich die Höllenmaschine, ich sage jetzt mal nicht in die Knie zwingt, aber schon ihre Leistungsgrenzen aufzeigt. Aber wir haben ja noch was. Wir haben ja noch eine zweite Grafikkarte. Jetzt schaut nochmal auf die Grafikkarte. Die erste Grafikkarte ist bei 99%, die ist voll am Anschlag, und die zweite ist bei 10%. Jetzt lasst uns doch mal noch dieses Leistungspotenzial hier heben, okay? Aber vorher schauen wir uns natürlich noch das Endergebnis an. Und zwar haben wir Minimum 27 und durchschnittlich 35. Könnte man jetzt auch noch sagen spielbar, aber ihr habt ja gesehen, es gab Bereiche, Stichwort Schneesturm, da sind wir unter 30 gedroppt. Also würde ich sagen, hier nicht bestanden. So, offiziell wird SLI bzw. NV-Link, also das Zusammenschalten unserer beiden Titan-RTX-Grafikkarten zu einem Grafikkartenverbund von Red Dead 2 noch nicht unterstützt. Und zwar, weil das Game noch nicht so ganz rund in SLI läuft. Das ist übrigens nicht das Einzige, wo das Game nicht rund läuft. Also ich habe auch im Internet noch viel von Abstürzen und sowas gelesen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, also die Tastaturbedienung ist nur mäßig gut portiert worden. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen nachgebessert wird. Was mich total nervt ist, dass wenn du in den Menüs drin bist, kannst du nicht mit der Maus was auswählen, sondern du musst tatsächlich hier die Pfeiltasten nehmen, um dein Item auszuwählen. Also bitte noch dringend ändern, Rockstar Games. Wo war ich? Genau, SLI und NV-Link aktivieren bei Red Dead Redemption. Da gibt es einen Trick. Und zwar gaukeln wir dem NVIDIA-Treiber vor, dass wir nicht Red Dead 2 spielen, sondern GTA 5. Denn das kommt auch von Rockstar Games und das unterstützt offiziell SLI. Dazu benutze ich den NVIDIA Profile Inspector. Das ist so ein kleines Treiber-Tool. Und mit dem Tool hebe ich die Verknüpfung des Red Dead 2 Profils mit der RDR2-Echse, also der auszuführenden Datei des Spiels, auf und verknüpfe sie stattdessen mit dem Profil von GTA 5. Fertig, das war's schon.
Und ihr müsst dazu auch nicht einen uralten Nvidia-Treiber laden. Das geht tatsächlich mit dem brandneuen für das Spiel speziell optimierten Treiber. So, und jetzt zeige ich nochmal, was der Benchmark jetzt ausspuckt. Ihr dürft wirklich gespannt sein. So, hier haben wir nichts verändert. Wir zeigen es euch aber nochmal aus Dokumentationsgründen. Also wie gesagt, alles auf Ultra oder auf Hoch oder den Regler halt ganz nach rechts geschoben. Seht ihr hier sehr schön. Inklusive der Fellqualität ganz am Ende. Die geht auch ganz auf Hoch. Gut, es gibt ein, zwei Einstellungen, die überhaupt keinen Sinn machen, wenn man die gleichzeitig hoch tut. Das haben wir nicht. Und jetzt dürft ihr euch nicht wundern. Wie gesagt, das ist halt jetzt ein Experiment. Deswegen flimmert es hier so ein bisschen. Aber ihr seht gleich, wenn der Benchmark losgeht, wir springen vielleicht mal hier in die Mitte. Ihr seht, dass beide Karten fast zu 100% ausgelastet sind. Gut, dann müssen wir natürlich jetzt im Benchmark. Also hier sind wir im Benchmark drin. Also ihr seht, die sind bei 96% die beiden Karten. Und wir haben tatsächlich 70 Bilder pro Sekunde bei maximalen Einstellungen. Ja, mehr geht nicht. Und UHD, 4K-Auflösung. Was soll ich dazu sagen? Das ist Höllenmaschinen-like. So, jetzt gehen wir noch in die Spielszene rein. Und da haben wir auch, gut, es flimmert ein bisschen, aber auf jeden Fall über 90% Auslastung bei beiden Karten und schaut da wirklich wunderschön aus. Wahnsinn. Und wir haben über 60 Bilder pro Sekunde. Also wenn im Internet behauptet wird, man kann Red Dead Redemption 2 nicht in UHD oder 4K mit über 60 Bildern pro Sekunde spielen, hier ist der Beweis, es geht. Geil, oder? So, gehen wir ans Ende, schauen uns das Ergebnis an. Wir haben Minimum 28, okay, wir haben tatsächlich Drops drin. Wir haben aber durchschnittlich 84 Bilder pro Sekunde. Wow, kann ich da nur sagen. Wow, wow, wow. Benchmarks gut und schön. Jetzt lass uns nochmal direkt ins Spiel reingehen. Ich habe das Overlay-Tool gewechselt. Ich nehme jetzt die Xbox Game Bar. Ihr seht hier, schöne Verlaufskurve von den Bildern pro Sekunde. Wir sind bei 71. Und nochmal ganz kurz zur Kontrolle. Also hier, beide Grafikkarten sind ausgelastet. Ich hoffe, ihr seht es. Und auch RevaTuner FPS-Anzeige korreliert sehr gut mit dem Microsoft-Tool. Das heißt, das können wir ausschalten. Und jetzt genießt doch erstmal diese wunderschöne Grafik hier. Ist das nicht der Hammer? Hä? Ist das nicht der Hammer, wie geil das ausschaut? Und das bei deutlich über 60 Bildern pro Sekunde. Wahnsinn. Hier, schaut mal die Schatten an. Da geht gerade die Sonne auf da hinten. Oh, wunderschön, wunderschön. Natürlich muss ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ihr kennt uns ja. Transparenz ist alles. Deswegen noch mal ganz kurz die Einstellung. Also UHD, 4K, sage ich immer dazu. Alles auf Ultra und was nicht auf Ultra geht, das steht dann halt auf Hoch. Ja, schaut es euch an. Einstellung, die sonst keiner fahren kann, außer wir mit der Höllenmaschine. Fellqualität hier nochmal. Es gibt nur Mittel und Hoch. Wir haben also die höchsten Einstellungen. Und jetzt lasst uns die schöne Grafik genießen. Oh, was ist los? Ja klar, ich bin doch ein Gentleman. Okay, wie kann ich helfen? Willst du mitreiten? Kein Problem. Komm auf meinen Sattel. Wo soll es hingehen? Emerald Ranch? Klar, kenne ich. Oh, guck mal, sieht da hinten ein Gewitter auf? Oh, das sieht ja bös dunkel aus. Ich hoffe, wir kommen nicht in den Regen. Wäre natürlich geil, wenn man jetzt nochmal hier die fetten Wettereffekte auch gleich sehen würde. Boah, schaut euch mal die Weitsicht an, da hinten. Wahnsinn, schaut euch das an. Unglaublich. Wow. Ja, ja, ist ja gut, ich warte ja schon. Das ist eilig, oder was?
Was mir auch super gefällt, ist diese belebte Natur. Ups! Da flitzen die Hasen über den Weg. Geil. Einfach geil, oder? Ist das geil oder ist das geil? Das alles kann einer von euch bald haben, ne? Wer noch nicht beim Gewinnspiel mitgemacht hat, schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Ups, da geht's lang. Hier schaut auch mal die Schatten, ne? Lange Schatten, Morgensonne. Cool, oder? Yes. Die Lichteffekte sind ja auch geil, oder? Bitte gebt euch das mal, ey. Hier. Wahnsinn. So, dann bringen wir die Dame mal nach Hause. Ein bisschen Gas geben hier. Habt ihr schon ein gutes Pfad gefunden? Können wir mal einen Tipp geben? Ich habe hier einen ziemlich lahmen Fuchs. Gut, ich bin natürlich noch nicht weit in der Story. Boah, schaut euch die Weitsicht an. Schaut euch die Weitsicht. Schaut euch den Himmel an. Schaut euch die Vögel an. Die Flieginformation. Und wir haben fast 70 Bilder pro Sekunde. Gebt euch das mal. Ihr wollt noch ein bisschen Action sehen, oder? Aber ich kann jetzt nicht mit der Lady auf dem Sattel, kann ich jetzt nicht hier mich in eine Schießerei verwickeln lassen. Also wir bringen die mal schön nach Hause und dann gibt es noch ein bisschen Action, okay? Mal gucken, wie sich die FPS bei Action entwickeln. Also zetteln wir hier mal ein bisschen Ärger an. Muss ja gleich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Oh, der alte Mann verprügelt mich. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ich schlag keine alten Leute. Upsi. Der ist echt sauer auf mich, oder? Also das habt ihr euch nicht unter Action vorgestellt, oder? Warte mal. Mal ganz kurz ein bisschen was schlucken. So, okay. Er hat sich beruhigt. Ich habe gelesen, wenn man Hunde platt macht, gibt es Ärger. Okay. Ich schlage keine alten Männer, aber ich schieße ihnen ins Bein. Kann man auch mal machen. Ihr seht, wir sind stabil über 60. Aber die wehren sich nicht so richtig hier. Und die haben die keine Waffen oder was? Das ist ja unfair, oder? Sehr unfair. Warten wir noch auf den Sheriff, der müsste gleich kommen vielleicht. Kommt der Sheriff? Nein, ich habe auch nichts gegen Hunde. Ihr seht da, der Hund lebt noch. Ne? Habe ich den gar nicht getroffen? Ups, jetzt habe ich ihn so gut getroffen. Okay. Also warten wir noch ab, bis die Cops kommen. Oh, tut mir leid. Oh je, der leidet. Der Arme. Entschuldigung, das war nur zu Demo-Zwecken. Kann ich den irgendwie heilen? Ne, ich kann ihn nicht heilen. Ach, da sind ja die Sheriffs. Warte mal, warte mal.
verschaffe mir noch mal kurz einen Vorteil. Und zwar, was brauche ich? Ich brauche Dead Eye. Was ist Dead Eye, Dead Eye, Dead Eye? Ah, das ist doof, dass man da mit den Pfeiltasten immer... Hier, einfach mal alles kurz aufladen. So, los geht's. Alter. Okay, wunderbar. Schönes Ende. Ja. Geiles Spiel. Also finde ich wirklich toll, dass wir noch so lange gewartet haben. Wir zusammen. Um diese Spieler in der HyMX zu zeigen, ihr habt es gesehen, über 60 Bilder pro Sekunde bei Ultra-Einstellung in Red Dead Redemption 2. Das kann nur die HyMX 2, die Höllenmaschine, die ihr nach wie vor gewinnen könnt. Schaut in die Videobeschreibung rein, da geht es zum Gewinnspiel, zu meinem Artikel. Und in dem Artikel ist dann das Gewinnspielformular ein bisschen weiter unten. Tragt da eure Daten ein und zieht ein paar Lose. Wir haben ja insgesamt haben wir 4 Lose, glaube ich. Maximal 4 Lose. Nutzt eure Chance. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Drückt ganz feste die Glocke. Und schaut natürlich auch auf Instagram vorbei. Weil da knacken wir dann demnächst auch die 100.000 Follower. Und dann lassen wir es so richtig abgehen. Vielleicht mit einem fetten Gewinnspiel oder einer Community-Aktion. Lassen wir uns was Schönes einfallen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten HyMX 2-Video.